Ja, einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Reaction-Video. Ja, nachdem euch die letzten beiden Folgen gut gefallen haben und ich auch richtig Spaß dabei habe, habe ich mir gedacht, ich reagiere gleich wieder auf einen eurer Vorschläge. Und das fand ich richtig interessant. Und zwar, was weißt du über Bitcoin? Eine Umfrage oder der erste Teil einer Umfrage. Das Ganze findet in Stuttgart statt, ist vom Kanal 21. Habe ich vorher offen gesagt noch nie von gehört, aber es ist super interessant mal zu sehen, wie die Leute so aus dem Stegreif auf gewisse Fragen zum Thema Finanzen und vor allem zu Bitcoin reagieren. Ich habe selbst noch gar nicht reingeschaut, von daher bin ich genauso gespannt wie ihr. Und sollte euch das Video heute gefallen, dann gibt es auch direkt einen zweiten Teil, den die hochgeladen haben. Vielleicht können wir dann gleich im nächsten Video auch mal darauf reagieren. Aber ich will gar nicht so viel reden. Falls ihr irgendwelche spannenden Videos habt, auf die ich reagieren soll, dann gerne raus damit. Ihr seht, ich komme euren Wünschen direkt nach. Und jetzt genug geredet, Feuer frei. Je mehr Geld ist, umso weniger man die Güter wert und irgendwann knallt es eben. Es wird gedruckt in der Bundesdruckerei. Oh je, wenn ich jetzt überfragt, vielleicht, dass mehr Geld da ist. Ich bin Kroate und in Kroatien wurde jetzt der Euro implementiert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hast du mal was gehört von... Ich denke mal, da werden wir einiges zum Schmunzeln haben und vor allem auch mal außerhalb unserer Communities einfach mal so raushören, was für einen Wissensstand die Leute haben. Das Video ist etwa einen Monat alt. Hast du ein paar Freunde, die irgendwie dir erzählen, hey, du musst unbedingt Bitcoin kaufen? Ja. Ich bin aber nicht bereit, das Risiko einzugehen, einfach aus subjektiven Gründen. Aber ja, das alles macht ja auch Bitcoin auch. Ist ja auch limitiert, wesentlich besser teilbar und wesentlich besser transportierbar. Was weißt denn du über Bitcoin? Alles. Über euer Feedback und Kritik. Ansonsten würde ich sagen, LFG und los geht's. Wissen Sie, wo denn unser Geld herkommt? Wie entsteht bei uns Geld? Sehr philosophische Frage. Wie entsteht Geld? Na gut. An sich ist eine gute Frage, da denkt man nicht drüber nach. Man hört ja oft Politik, redet darüber, wie man es ausgibt. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich erstmal, wo kommt es eigentlich? Kennt ihr dieses Video? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, gut, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sage immer, woran die Lehne hat, weiß ich immer. Ja, gute Frage. Woran hat es gelegen? Also ja, woran hat es gelegen? Gut, er wirtschaftet natürlich von allen möglichen Leuten, Industrie, Gewerbe. Und letztendlich gegenüber früher, wo der Goldstandard gab, war natürlich ein Tausch. Jetzt ist es nur noch von der Großbank oder halt von der Zentralbank hin als... in Form von Papier und weniger, nicht mehr halt Gold gesichert. Und die können produzieren, so viel sie wollen, solange es noch irgendwie von der Volkswirtschaft gedeckt ist. Jetzt hatten wir seit 2008 eine Verachtfachung der Geldmenge. Was glauben Sie, sind denn die Nachteile, wenn man so stark die Geldmenge... Das ist klar, irgendwann mal inflationär. Und wenn je mehr Geld ist, umso weniger waren die Güter wert. Und irgendwann knallt es halt immer. Okay, merkt ihr, also, das scheint ein sehr gesitteter Mensch zu sein, mittleren Alters, der also wahrscheinlich schon einiges in seinem Leben lesen und lernen durfte. Aber merkt ihr, wenn man dann mal so gefragt wird und aus der Pistole geschossen antworten soll, wie schwer man sich manchmal damit tut, man wirft irgendwie alles so in einen Topf, was man mal gehört hat, Goldstandard, Zentralbank, Schöpfen, ja, es darf nur so viel Geld gedruckt werden, wie die Volkswirtschaft erwirtschaftet. Ja, schön wäre es, wenn es so wäre, ja, wenn man irgendwie einen Gegenwert hätte. Ursache, die Geldmenge gehört oder was für Ursachen nehmen Sie wahr? Geldmenge wird relativ selten angesprochen. Letzte Frage, bevor das Parkticket verfällt. Was wissen Sie über Bitcoin? Ja, relativ viel. Kryptowährung ist reine fiktive Währung. Noch keine Alternative zum normalen Geldmenge. Könnte aber, ja, weil es eben... geschürft wird. Das heißt, es gibt zwar beim Bitcoin selber eine gewisse Begrenzung von der Schürfmenge, aber es gibt da dazu noch jede Menge andere Parallel-Kryptowährungen. Und dann ist es nicht kontrolliert, zumindest nicht von allen Staaten. Manchmal ist es und ja, ist halt auch ideal für Schwarzgeschäfte, ne? Und so. Das ist immer das Geilste. Ich weiß viel über Bitcoin. Ja, er kann nicht mithalten mit unserem jetzigen Geld. Und er wird für Schwarzgeschäfte benutzt. Und er ist fiktiv. Ja, und ja, man kann ihn also momentan noch nicht so wirklich gebrauchen. Und es gibt auch noch andere Kryptowährungen. Na, da weiß man natürlich so einiges über Bitcoin. Aber ey, immerhin wusste er, dass das Ganze geschürft wird und vor allem, dass es begrenzt ist und nicht von jedem Staat kontrolliert wird. Also grundlegend ist schon mal ein bisschen Wissen bei den Leuten da. Ein bisschen mitbekommen, was so die Ursachen sind für die Inflation? Ja, hauptsächlich halt die ganzen
Probleme, gerade was die ganzen Energiepreise angeht, dadurch, dass halt durch den Krieg, dadurch, dass wir die ganzen Rohstoffprobleme haben, dass wir einfach nicht mehr so viel Energie aus Russland importieren können. Genau, ansonsten gibt es teilweise ja auch irgendwelche Abkommen, glaube ich, noch oder irgendwelche Sanktionen gegen China, gerade was das ganze Thema Taiwan angeht. Ich schätze, was auch immer mit reinspielt, sind sämtliche Wasserknappheiten, Dürren und Ähnliches, was die ganzen Lebensmittelpreise in die Höhe schießen lässt. Jetzt wäre die Frage, hast du mal gehört, dass die Geldmenge einen Einfluss auf die Inflation hat? Ja, generell ist ja das Problem, dass wenn halt natürlich mehr Geld im Umlauf ist, dadurch, dass einfach irgendwie Geld nachgedruckt wird, weil man damit versucht, irgendwelche Schulden auszugleichen, dass man da... Weißt du, wie bei uns Geld entsteht? Wie entsteht Geld? Wo kommt das Geld her? Ich weiß nicht, ob ich es so grob noch zusammenbekomme. Also generell liegt ja das Geld auf der Bank und die Bank kann das Geld ja wieder weiter... Also es hat einen gewissen Einlagenprozent, ich glaube 10% oder so, die eingelagert werden müssen und den Rest kann der Bank aber genau als Kredit wieder rausgeben und dadurch wird ja irgendwie im Endeffekt die Geldmenge mehr, wenn die Kredite höher sind. Hast du mal was gehört von Bitcoin? Naja, sagen wir mal digitale Währung. Und da ist der Unterschied tatsächlich, dass es über eine Blockchain funktioniert. Kann zum Beispiel nicht ewig nachreproduziert werden, sondern es ist relativ aufwendig, die sozusagen zu regenerieren. Es gibt auch nur eine limitierte Anzahl, die tatsächlich auf dem Markt verfügbar ist und die kann auch nicht irgendwie durch irgendwelche Maßnahmen erhöht werden. So. Also ich muss sagen, der Anfang Ihrer Antworten hat mich jetzt nicht so überzeugt, ja, dass also die Inflation in unserem Land nur dem Ausland geschuldet ist. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach gedacht. Denken übrigens aber viele Menschen, dass einzig und allein die Auseinandersetzungen im Ausland Schuld für unsere steigenden Preise sind. Aber der zweite Teil der Frage, wo er dann nach Geldmenge gefragt hat, da kam schon heraus, dass natürlich mit steigender Geldmenge, und wir hatten ja seit der C-Krise unheimlich viel Geld drucken müssen, aufgrund der ganzen Löcher, die entstanden sind, natürlich wird das ein wesentlicher Faktor gewesen sein, warum eben eine Inflation unausweichlich ist. Aber ich bin zum einen begeistert, wie sie gerade Giralgeld erklärt hat, also dieses Weiterverleihen der Banken, sehr, sehr nice. Und vor allem auch die ersten Ansätze zum Thema Bitcoin fand ich richtig cool. Also Chapeau, bisher auf jeden Fall das meiste Wissen der Leute, die befragt wurden. Die ist halt fix. Inzwischen habe ich tatsächlich auch gestern gehört, dass man damit schon in einigen Läden bezahlen kann und dann der Vorteil auch ist, dass es nicht über die Banken geht, sondern direkt tatsächlich vom Kunden zum Verkäufer sozusagen übertragen werden kann. Also würdest du sagen, du hast eher neutrales bis positives Bild oder eher ein negatives Bild über Bitcoin? Positives, beziehungsweise es ist natürlich auch so eine Sache, dass es wahrscheinlich eine relativ krisensichere Währung sozusagen ist, dadurch, dass die ja nicht unendlich reproduziert werden kann. Was genau ist eigentlich Inflation? Wie wird es gemessen? Was meint man damit eigentlich? Jetzt bin ich gespannt. Ich denke, dass das Geld weniger Wert hat, dass ich für 1 Euro weniger bekomme. Jetzt ist die Inflation bei 6%. Gefühlt, man geht einkaufen, würden Sie sagen, die sind realistisch oder sagen Sie, also 6% kommt mir ein bisschen wenig vor? Es ist unterschiedlich. Ich finde sehr unterschiedlich, wo es teurer geworden ist und wo nicht. Aber es ist eigentlich alles, ich denke, mehr als 6%. Mein Gefühl beim Lebensmitteleinkaufen ist, dass es mehr ist, Brot zum Beispiel. Habt ihr denn? Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ist es bei euch eigentlich? Also ich muss zugeben, wenn ich einkaufen gehe, vielleicht ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe echt das Gefühl, dass kaum noch was im Einkaufswagen liegt, wenn man für 20 Euro einkaufen geht. Also wenn ich das mal so vergleiche mit den, oder vor einigen Jahren noch mit den Einkäufen, muss man schon sagen, merkt man das doch extrem und vor allem bei Produkten, die man irgendwie, wo man auch nicht nachvollziehen kann, warum die jetzt teurer geworden sind. Aber wie gesagt, schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist. Habt ihr auch das Gefühl, gut, Benzin und solche Sachen, das kriegt ja jeder mit. Aber wenn ihr mal einkaufen geht, sind eure Lieblingsprodukte auch teurer geworden oder hat sich da wenig geändert? Vielleicht auch an die Zuschauer, die vielleicht gerade aus Österreich und der Schweiz zuschauen. Ist es bei euch auch so, dass irgendwie subjektiv gefühlt alles teurer ist oder sogar vielleicht nachweislich teurer geworden ist? Inflation kommt von Inflare, Ausweiten. Was hat man damals gemeint, wenn man über Ausweitung gesprochen hat? Haben Sie da irgendwie eine Idee? Oh je, wenn ich jetzt überfrage, da müsste ich jetzt ein Weilchen drüber nachdenken. Tut mir leid, so schnell kriege ich das nicht hin. Das sind aber auch wirklich fiese Fragen. Also jetzt stellt euch mal vor, ihr geht gerade einkaufen, denkt gerade drüber nach, welches Oberteil ihr euch jetzt holen wollt. Auf einmal kommt irgendein Typ daher und fragt euch solche doch ziemlich schwierigen wirtschaftlichen Fragen. So, und wir sind jetzt in der Kronenstraße 4. Jetzt bin ich gespannt. Hat der Kioskbetreiber Ahnung von Bitcoin? Was meint ihr? Hof beim Günni. Denn beim Günni kann man alles mit Bitcoin bezahlen. Also geht gerne mal vorbei und kauft ein Bier oder ein Lotto-Ticket mit Bitcoin. Genau. Und Günni, was ist so deine Erfahrung?
wenn die Leute sehen, Bitcoin accepted, kommen dann als Leute vorbei und fragen, Bitcoin, was ist das? Nö, Bitcoin, was ist es nicht, aber die fragen, oh, nehmen Sie auch Bitcoin und kann man hier kaufen, ja. Copiaro Stuttgart. Falls ihr aus Stuttgart seid, vielleicht könnt ihr ja mal berichten, habt ihr schon mal den Laden von Günni gesehen und funktioniert das Ganze? Und ich glaube, in München müsste es eigentlich auch so einen Automaten geben. Hier in Hamburg sollte es auch mal einen Ort geben. Ich bin mal da hingefahren, aber da stand keiner oder keiner mehr, keine Ahnung. No KYC Edition sogar hier. Aha. Also sehr, sehr interessant. Mich würde auch mal interessieren, wie das Ganze praktisch abläuft. Ob man da jetzt Ausweis vorzeigen muss, wie man sich da verifiziert, bevor man Bitcoins kaufen kann an so einem Automaten. Und vor allem, kann man dort auch auszahlen? Und wenn, wie funktioniert das? Würde mich alles super interessieren. Es sind manchmal auch Leute da, die dir irgendeinen anderen Krypto-Coin andrehen wollen und sagen, der ist viel besser als Bitcoin? Nö, eigentlich nicht, aber ich habe einen gehabt, der wollte mir Bitcoins verkaufen. Ja. Keine Ahnung, 20.000 oder ja, was er haben wollte, ja. Geld regiert die Welt. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Geld regiert nicht wirklich die Welt insofern, dass man sich alles kaufen kann, aber man kann die Meinungen der Menschen auf jeden Fall damit steuern. Somit, Wohlhaben ist sehr viel zu steuern. Wohlhabende Menschen sind allgemein zufrieden. Nicht so wohlhabende Menschen haben dann ja, Schwierigkeiten in der Welt. So. Ja, sind wohlhabende Menschen wirklich zufrieden? Das ist so eine Frage, mit der ich mich sehr viel oder sehr intensiv beschäftigt habe in der Vergangenheit. Sind reiche Menschen wirklich zufriedener oder haben sie einfach dann andere Probleme? Und macht wirklich die steigende Geldmenge und der größere Kontostand einen glücklicher oder zufriedener? Oder eher das, was man da vielleicht Sinnvolles mit anstellt und gewisse Ruhe, die es einem verschafft? Auch da seid ihr gefragt. Ihr merkt schon, hier ist auch eine Umfrage meinerseits an euch heute. Bin mal gespannt, wie es bei euch ausschaut. Wir haben ja den Euro. Würdest du sagen, das ist ein gutes Geld? Es kann halt ein bisschen schwierig sein, je nachdem, wenn Länder dazukommen. Also ich bin Kroate und in Kroatien wurde jetzt der Euro implementiert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, das Schwierige ist halt nur, es ist jetzt ungefähr, also das Geld aus Kroatien hat jetzt zu siebenfacht den Wert verloren sozusagen. Das heißt, früher hat man sehr viel Geld in der Hand gehalten und konnte man sehr viel damit kaufen. Jetzt hat man nur ein paar hundert Euro in der Hand statt 1000 irgendetwas. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich meine, mit dem Euro kann man auch allgemein besser verhandeln, auch würde auch sagen, zwischen anderen Ländern und so. Wenn man mit derselben Einheit zu rechnen hat und zu verhandeln hat, dann ist es ebenfalls ein Vorteil. Also da bin ich erstmal 100% bei ihm. Übrigens sehr sympathisch, der junge Mann. Beide, ja, auch der Interview- oder der Fragensteller, sehr sympathisch. Aber die Frage war ja ursprünglich, ist der Euro ein gutes Geld? Und das, was er argumentiert hat, finde ich definitiv passend. Denn natürlich ist so eine einheitliche Währung deutlich einfacher für Handel, vor allem untereinander. Jetzt nicht nur mit Ländern, die nicht mit dem Euro handeln, sondern vor allem innerhalb dieser Eurozone. Dafür ist er ja ursprünglich so gedacht, dass man eben grenzüberschreitend gut miteinander handeln kann, vor allem auch um Gebühren beim Wechselkurs und so weiter zu sparen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der Euro ist genau wie alle anderen Währungen eine Fiat-Währung und meiner Meinung nach demnach ganz egal, ob da jetzt Euro draufsteht, Dollar draufsteht, Yen, Yuan, solange das Geld nicht gedeckt ist, ist meiner Meinung nach nie gutes Geld. Gutes Geld ist etwas, wohinter irgendwas steht, zum Beispiel Arbeitsleistung, wie bei Bitcoin in Form von dem Proof of Work, dass eben gewisse Arbeit verrichtet werden muss, um Bitcoin zu schöpfen oder eben meinetwegen eine Papiergeldwährung, die aber an Gold gekoppelt ist, sprich, dass man irgendwie Gold besorgen muss in Form von Minen oder Abbau, wie auch immer, ja, dass man also wirklich nur das ausgeben kann, was man hat. Und das macht das Geld denn deshalb gut, weil man zum einen deutlich mehr darüber nachdenken muss, wie man es einsetzt und vor allem, weil dann auch wirklich diejenigen belohnt werden, die besonders gut wirtschaften können oder beispielsweise besonders viel Arbeit verrichten. Und beim Euro ist es momentan eben alles andere als das. Wie unser Geld entsteht, wo kommt es her? Kennst du dich da ein bisschen aus? Nee, nicht wirklich. Also da habe ich leider nicht so viel Ahnung von. Also mir ist auch nichts davon begegnet, um ehrlich zu sein. Und jetzt hat sich die Geldmenge seit 2008 verachtfacht. Glaubst du, dass wir als jüngere Generation damit irgendwie ein Problem haben könnten, dass man Geld vielleicht zu stark entwertet? Ich würde schon sagen, also die Unzufriedenheit mit dem Geld hat auch was damit zu tun, wie gut man mit dem Geld umgeht. Also ich bin persönlich sehr sparsam und ich glaube, ich würde mich jetzt nicht wirklich sehr unzufrieden geben mit dem Geld, dafür, dass ich auch damit umgehen kann. Hast du eine Idee, wo das Geld herkommt, wie Geld entsteht? Ich denke mal, dass die von der EZB, ja, das, ja, EZB, ja. Die drucken das und verteilen oder die managen das. Ich denke, dass das schon der Hauptgrund ist, dass mehr Geld eben zur Verfügung steht und deswegen auch mehr Geld ausgegeben werden kann und die Preise dadurch steigen. Ja, schreibt ihr vielleicht mal unten rein, ja, wie entsteht Geld? Das ist eine gute Frage. Ja, wenn man so, stellt euch mal, wie gesagt, vor, ihr geht
ganz entspannt einkaufen oder geht gerade zur Arbeit oder kommt von der Arbeit, wie auch immer. Auf einmal kommt da so ein Typ mit so einem Mikrofon, hält es in euer Gesicht und fragt euch sowas. Ja, überlegt mal, ob ihr das auch spontan beantworten könntet. Woher stammt eigentlich Geld? Wie entsteht das Ganze? Wie landet es denn bei der EZB? Und wie wird es vor allem verteilt? Finde ich super interessant und wenn ihr Bock habt, kann ich auch gerne dazu mal ein Video machen, wo ich euch dann vielleicht mal die Geldströme erkläre. Nicht, dass es irgendwas daran ändern würde, wie sie laufen, aber ich finde, das ist generell eine coole Lektion, wenn man einfach mal vielleicht sich auch ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, denn wir alle wollen möglichst viel davon haben und möchten möglichst coole Wege dafür finden, um schnell an viel zu kommen. Aber wo kommt es eigentlich ursprünglich her? Finde ich wirklich super interessant. Was weißt du denn über Bitcoin? Ja, Kryptowährungen, das, ja, also ich denke, dass jeder weiß, was Kryptowährung ist und dass das auch begrenzt ist. Da spricht man ja immer von Supply Chain und so. Ja. Ist das eine gute Alternative zum Euro? Für dich? Vielleicht für die also für mich persönlich jetzt aktuell noch nicht. Ich weiß, dass da viele Spekulationen gibt. Ist die Zukunft, ist nicht die Zukunft? Gehen die Meinungen auseinander. Hast du ein paar Freunde, die irgendwie dir erzählen, hey, du musst unbedingt Bitcoin kaufen? Ja. Viele? Ja, schon ein paar. Also die sich halt dafür oder daran glauben, die sind halt der festen Überzeugung. Ja, stimmt. Also er bringt es wirklich auf den Punkt. Es ist wirklich momentan doch eher so eine gewisse Glaubensgemeinschaft, habe ich das Gefühl. Obwohl die Leute eigentlich, wie wir gerade raushören, alle wissen, dass es durchaus richtig große Vorzüge gibt, wie jeder weiß zum Beispiel, dass Bitcoin begrenzt ist, sieht man trotzdem irgendwie nicht den Vorteil darin. Zum einen liegt das vielleicht daran, dass man sich nicht so intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt, aber manche Leute werden einfach auch dadurch abgeschreckt, dass sich so gewisse religiöse Muster dadurch ziehen. Ich meine, ich merke es ja selber bei mir oder auch in der Community, dass man teilweise doch sehr angetan ist von einigen Kryptowährungen, ja, oder sich auch sehr intensiv mit Bitcoin beschäftigt und alles. Und wenn man dann selber jeden Tag in dieser Bubble ist, dann hat man natürlich auch das Bedürfnis, dann Umfeld, möglichst viel und ausgiebig davon zu berichten. Naja, und das kann einige schon abschrecken, weil es doch schon so gewisse religiöse Züge annimmt teilweise. Also kann ich vollkommen verstehen, dass er da vielleicht eher so ein bisschen abgeschreckt ist, weil er sagt, hey, einige Freunde, ja, die glauben daran, ja, das ist für die eher so eine Art Religion. Die nerven auch so ein bisschen wahrscheinlich. Ja, nerven jetzt nicht, aber hat man schon ein, zwei Mal mitbekommen. 6%. Was glaubt ihr, sind so die Gründe dafür, dass die Inflation so hoch ist? Russland-Ukraine-Krieg, wahrscheinlich einfach noch Anhalten von Covid, die Supply Chain-Verstockung. Hast du mal was davon gehört, dass die Geldmenge auch einen Einfluss hat? Ja. Ja, habe ich schon mal. Sprich, dass mehr Geld gedruckt worden ist wegen Corona-Zeiten, ja. Seit 2008 hat sich die Geldmenge verachtfacht. Okay. Die Zentralbank in Amerika gibt es seit 110 Jahren, seitdem hat der Dollar 97% an Wert verloren. Glaubst du, dass öffentlich ein bisschen zu wenig auch darüber gesprochen wird als Aspekt für die Inflation? Oder nimmst du wahr, dass darüber gesprochen wird? Ja, nee. Also ich studiere selber Wirtschaft, deswegen in meinen Kreisen wird davon gesprochen, aber wahrscheinlich in generellen Nachrichten und zwischen Leuten, die, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also finde ich mega, mega cool von dem Fragensteller, dass er das Thema direkt anspricht, denn das ist so ganz generell so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen fehlendes Verständnis in der Gesellschaft bei dem Thema. Natürlich sind die ganzen Unruhen auf der Welt überhaupt nicht förderlich und gerade Länder, die dann auch noch gewisse Produkte oder Grundnahrungsmittel oder ähnliches fördern und in die Welt verteilen, natürlich hat das Konsequenzen für den Weltmarkt. Aber auf der anderen Seite, ich erinnere noch daran, vor ungefähr 1,5, 2 Jahren, da war zum Beispiel dann das Schiff verantwortlich dafür, dass alles Mögliche in Stocken gerät. Und natürlich mag das sicherlich auch gewissermaßen zutreffen, aber es gibt schon viel komplexere Sachen, die da mit reinspielen. Deswegen finde ich es mega geil, dass er direkt auch immer hinterher wirft, dass die Geldmenge krass erhöht wurde. Und seit 2008 hat er, glaube ich, eben gesagt, 8-fache Geldmenge. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum wir so eine starke Inflation spüren. Ich studiere keine Wirtschaft und da würde ich sagen, ist das Thema schon weniger vertreten als bei dir wahrscheinlich. Als Wirtschaft, als Ökonom, hast du vielleicht eine Idee, wie Geld bei uns entsteht? Sprich, also früher war das so, dass wir den Goldstandard hatten, da wurde Geld eben durch Gold gedeckt, jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir den US-Dollar als stärkste Währung. Leute meinen, dass der durchs Öl gedeckt wird, also weltweit, was auch, ja, von der USA auch, und auch von der Militärkraft der USA. Aber jetzt an sich kann jeder eigentlich Geld drucken aus dem Nichts. Ist es wirklich so, dass alle Länder wahllos viel Geld drucken dürfen? Er sagt ja gerade, alle dürfen so viel drucken, wie sie wollen. Ganz so ist es nicht. Aber hier auf jeden Fall mal einer, der noch ein bisschen mehr wusste als die anderen. Was weißt du über Bitcoin? Nicht allzu viel tatsächlich. Ja. Ich habe das im Wirtschaftsstudium, da haben wir es ein bisschen kennengelernt, aber da wird ja auch nur einsichtig darüber, glaube ich, erzählt. Ja. Ist das was Gutes, Schlechtes? Ja, also ich kenne mich natürlich nicht hundertprozentig aus, aber es ist ja dezentralisiert. Und viele Leute sagen, dass es keinen Wert hat.
anders als bei einer Aktie, da wo der Unternehmen hintersteht, wo ich meine aber eigentlich nicht der Wert der Bitcoin ist, dass du eben diese 21 Millionen beschränkten Satoshis hast und du hast ein dezentrales Währungssystem, womit du Peer-to-Peer Geld weltweit in Sekundenschnelle transferieren kannst. Also, ja. Auch interessant, ja. Also viele Leute glauben scheinbar, dass Bitcoin wertlos sei, weil dahinter eben kein Schreibtisch, kein Fuhrpark, kein Büro, keine Grundstücke oder sonstige stehen. Aber der Arbeitsnachweis steht hinter jedem Bitcoin, ja. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, denn um Bitcoin zu generieren, muss sehr viel passieren im Netzwerk. Und nur die Begrenzung alleine bringt nichts. Ich meine, wie viele Shitcoins kennen wir da draußen, die auch meinetwegen gering Supply haben? Guck mal bei CoinMarketCap, es gibt einige Projekte, die haben, glaube ich, sogar noch weniger Supply als Bitcoin und trotzdem sind die nicht so wertvoll. Das liegt natürlich zum einen auch an dem ganzen Thema Spekulation, bin ich voll bei Ihnen. Natürlich werden Preise von einem Markt eben festgelegt und das kann natürlich auch manchmal sein, dass Dinge überbewertet oder unterbewertet sind. Aber bei Bitcoin steht eben ein sehr komplexer und umfangreicher Arbeitsprozess im Hintergrund. Jetzt hast du ja selber gesagt, wo Bitcoin ist nichts wert, hat keinen intrinsischen Wert. Hast du eine Idee, warum ist Gold so wertvoll? Warum ist Gold was wert? Ja, auch eben, hat eigentlich auch keinen intrinsischen Wert. Also natürlich wird es im Handy vielleicht ein bisschen benutzt oder ja, vielleicht anderen elektronischen Geräten, ich kenne mich da nicht aus. Aber an sich hat Gold auch keinen intrinsischen Wert. Leute, das ist eben das Marketing dahinter. Dass wir denken, dass es eine stabile Wertanlage ist, weil es sich durch die Jahre bewährt hat. Was glaubst du, warum Gold sich dann durchgesetzt hat? Ist es wirklich so eine Art allgemeiner Glauben oder gibt es vielleicht so ein paar Faktoren, die dir einfallen würden, was ein gutes Geld ausmacht? Also früher haben wir ja mit Lebensmitteln und Tieren gehandelt. Also es muss irgendwie teilbar sein, es muss irgendwie limitiert sein und es muss transportierbar sein. Bestimmt noch andere Aspekte, aber ja, das alles macht ja auch Bitcoin auch. Ist ja auch limitiert. Wesentlich besser teilbar und wesentlich besser transportierbar. Und vor allem das Wichtigste, es ist unverfälschbar. Also die Alchemisten haben ja mal probiert, Gold künstlich herzustellen. Es ist einfach nicht möglich, ja. Und von daher ist es eben auch noch dieses Wichtige, das unverfälschbar ist. Und durch die Blockchain und die Transparenz, die damit einhergeht, ist es eben auch hier der Fall, dass Bitcoin, egal wie viele Bitcoin-Klone man versucht auf den Markt zu bringen, niemals verfälschbar ist. Und das ist das Entscheidende, sowohl bei Edelmetallen als eben auch bei Bitcoin und bei vielen anderen Kryptowährungen. Sie sind einfach nicht verfälschbar. Und ja, natürlich verbinden sie auch die ganzen anderen Attribute wie teilbar und transportabel und so weiter. Aber meiner Meinung nach ist das wohl einer der wichtigsten Punkte, denn das ist das, was langfristig entscheidend ist. Und deshalb sehen wir auch auf unseren Geldscheinen hier zum Beispiel sehr viele Sicherheitsmerkmale. Man versucht eben auch die Fiat-Geldscheine so gut wie möglich fälschungssicher zu machen. Hier gibt es dann wohl immer so einen Stammtisch, also schaut euch das gerne mal an. Taverna Sultansarei. Herzlich willkommen. Hast du eine Idee, wo unser Geld herkommt? Wie entsteht Geld bei uns? Ich würde mal sagen, es wird gedruckt. Es wird gedruckt in der Bundesdruckerei, glaube ich. Ja. Ja, 100 Punkte. Jetzt ist ja nicht jedes Geld ein Schein oder eine Münze. Wir haben ja viel Chiralgeld auf unserem Konto. Hast du eine Idee, wo das entsteht? Weil das sind keine Scheine und das ist tatsächlich ein Unterschied. So, gute Frage. Ich hätte gesagt, das hat man... Na, wisst ihr es? Wisst ihr noch, wie Chiralgeld entsteht und wie dieses ganze digitale Geld auch sich vermehrt? Schreibt es mal gerne unten rein und wie gesagt, also ich kann gerne mal ein Video dazu machen, wo wir mal mit Geldströme sprechen und auch gerne über die Entstehung von Chiralgeld und so, weil ich finde, das ist zwar ein bisschen off-topic, aber das gehört schon dazu zu so einem gesunden Verständnis für Geld und auch für die Vorteile, die Kryptowährungen mit sich bringen. Mal aufgeschrieben, aber das existiert nicht wirklich, nur virtuell oder so. So vom Gefühl her, wenn du über das Geld nachdenken würdest, glaubst du, irgendjemand hat mal aufgeschrieben, wir haben eine Summe X an Geld und jeder kriegt was? Oder glaubst du, man verändert ständig die Geldmenge, also dass man ständig neues Geld hinzufügt? Ah, das war doch mit Plan, nee. Also der Staat kann doch einen Einfluss auf den Markt nehmen. Also da hätte ich dann gesagt, da kann der Staat durchaus Dinge bestimmen, festlegen. Genau, die Zentralbank. Ja, das meine ich, ja. Jetzt hat sich. Ich glaube, sie wollte Planwirtschaft sagen und das ist natürlich auch ein Instrument, das der Staat nutzt, aber hat jetzt damit nicht ganz so viel mit der Frage zu tun. Aber merkt ihr, sehr sympathische Dame und sicherlich auch sehr, sehr bewandert, was Wissen betrifft in ihrem speziellen Fachgebiet oder in vielen anderen Themen. Aber merkt ihr, wie so manchmal doch sehr einfach erscheinende Fragen zum Thema Geld bei den Leuten manchmal wirklich auf Unverständnis trifft und die Leute mit manchen Begriffen einfach überhaupt nichts anfangen können. Und ich bin mir sicher, dass wenn man 100 Leute fragen würde, der überwiegende Teil genauso ratlos wäre bei manchen Fragen. Was über digitales Geld gehört, sowas zum Beispiel wie Bitcoin? Ja, habe ich schon gehört. Was weißt du denn über Bitcoin? Es ist sehr teuer, ein Bitcoin, aber ich weiß nicht mehr genau den Preis.
Und es ist sehr unsicher. Mhm. Ja. Wo hast du das gehört oder gelesen? Ich glaube von meinen Brüdern. Das ist so ein bisschen Allgemeinwissen. Ja, okay. Ja. Würdest du sagen, dass wir... Okay, Allgemeinwissen. Bitcoin ist teuer und unsicher. ganz prinzipiell ein gutes Geldsystem haben. Er sieht aus, als ob er richtig Bock hätte auf die Umfrage. Wir im Sinne Deutschland oder EU? Ich würde sagen, weltweit. Die meisten Länder haben ja Zentralbanken. Egal, ob totalitäre Staaten oder Demokratie, eigentlich alle. Also alle haben ein ähnliches Geldsystem, Mindestreserve. Würdest du sagen, ist es ein notwendiges Übel oder findest du es eher negativ? Ich würde nicht das Geldsystem bei uns jetzt direkt kritisieren, vielleicht die Geldpolitik. Also die Fiskalpolitik, wie die tatsächlich betrieben wurde. Jetzt hat sich die Geldmenge seit 2008 verachtfacht. Hat es auch Nebenwirkungen in irgendeiner Art? Auf mich oder auf unser System? Ja gut, klar, also Reallohnverlust, darüber brauchen wir nicht groß sprechen. Der ist tatsächlich da, den merken, sagen wir mal, besonders die Menschen, die für 2.500 Euro brutto im Monat arbeiten, den merken die stärker als Menschen, die besseres Einkommen haben. Mhm. Sie einfach die unvermeidbaren Ausgaben sie im Monat deutlich anders treffen. Weißt du was über Bitcoin? Ich habe mich damit beschäftigt, also auch die anderen Währungen, also es sind ja keine Währungen, sondern die anderen Kryptowährungen, genau. Also die Zentralbanken haben es ja irgendwann jetzt dann auch gesagt, sie kommen irgendwann nicht mehr dran vorbei, sich damit zu beschäftigen. Es ist für mich nicht interessant. Also das ist noch nicht, ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen. Natürlich, ob des Risikos werden höhere Erträge möglich. Ich bin aber nicht bereit, das Risiko einzugehen, einfach aus subjektiven Gründen. Was weißt denn du? Vielleicht haben die es irgendwie geschnitten, aber so richtig Argumente habe ich jetzt nicht dafür gefunden in seinen Aussagen. Aber auch solche Leute gibt es und das ist auch ihr gutes Recht, dass sie natürlich ihre eigene Meinung zu Themen haben. Aber manche Menschen haben irgendwie gewisse Vorurteile oder gewisse Antipathien gegen Themen, ohne dass sie da jetzt wirklich irgendwie große Argumente für bringen. Sondern es ist einfach, wie er schon gesagt hat, eine subjektive Wahrnehmung. Und ihr habt sicherlich auch bei euch im Umfeld den einen oder anderen, der das Thema so überhaupt nicht leiden kann und überhaupt nichts davon hält. Andere sind ja doch immer eher sehr offen dafür und fragen euch dann vielleicht auch mal auf dem Geburtstag oder auf einer Party, wenn man sich etwas länger nicht gesehen hat. Na, wie läuft es bei Bitcoin gerade? Erzähl doch mal, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wie steht der denn gerade und so? Also viele Leute sind doch da sehr offen und eher positiv, aber es gibt halt auch einige, die sich wirklich verschließen, aus was für Gründen auch immer. Ja, könnt ihr auch mal eure Erfahrungen reinschreiben. Habt ihr da in eurem Umfeld eher Leute, die offen sind für das Thema oder seid ihr da ganz alleine? Wenn ihr natürlich alleine seid mit dem Thema, seid ihr herzlich willkommen bei uns in der Telegram-Gruppe oder auf sonstigen Socials. Da wirst du auf jeden Fall Gleichgesinnte finden, aber ich glaube auch bei euch wird so sein, dass der Großteil eher offen ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, ja, das große Finale. Der meinte doch, glaube ich, am Anfang, er weiß alles über Bitcoin. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Bitcoin? Alles. Was weißt du so? Also es ist eine digitale Währung. Sie ist nicht unterlegt mit den Währungsreserven von irgendeiner Notenbank. Und deswegen ist es sehr volatil. Also mal ist der Bitcoin 1 Euro, mal ist er 50.000 Euro. Aber der Euro ist ja unterlegt mit den Währungsreserven der EZB. Das ist der Unterschied zum Bitcoin. Der ist nämlich nicht unterlegt. Von nichts. Ah, okay. Er weiß alles über Bitcoin. Also der Euro ist quasi gedeckt durch Währungsreserven, okay? Und Bitcoin ist eben nicht gedeckt. Und weil Bitcoin nicht gedeckt ist, deshalb ist er halt auch so volatil und schwankt so stark. Okay. Von nichts gedeckt. Von etwas gedeckt zu sein, ist es eine Funktion oder ein Fehler? Es ist ein Vertrauen. Kann man, also würdest du sagen, Bitcoin ist von nichts gedeckt und deswegen wertlos? Nein, ich habe nicht gesagt, dass es wertlos ist. Also Vertrauen ist eine sehr, sehr gute Währung. Das heißt, also Bitcoin braucht man ja kein Vertrauen, Bitcoin geht ohne Vertrauen. Nein, Bitcoin geht nur mit Vertrauen. Und Vertrauen sind die Währungsreserven von Bitcoin. Wir alle dran glauben, dass es was wert ist. Genau. Okay, Freunde, das soll es an dieser Stelle mal gewesen sein. Zu guter Letzt nochmal jemand, der alles über Bitcoin wusste. Natürlich lebt Bitcoin nur von Vertrauen und glücklicherweise gibt es so viele Verrückte wie uns, die so viel Vertrauen in Bitcoin schenken und dadurch eben eine gewisse Währungsreserve darstellen.
Na, ihr seht schon auf jeden Fall total verschiedene Meinungen da draußen. Fand ich super interessant. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an 21. Ich blende euch hier nochmal den Kanal ein. Könnt ihr sehr gerne abonnieren. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Falls euch das Video heute gefallen hat, gucken wir uns gerne nochmal den zweiten Teil dazu an. Da gibt es dann sicherlich wieder einige spannende Fragen und vor allem noch viel spannendere Antworten. Ja, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Mir hat super gefallen. Schreibt mir gerne mal eure ganzen Antworten zu meinen Fragen hier unten rein. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Vielen Dank für euer Zuschauen und bis bald. Ciao!